Jo Leute, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Way to National Team. Und ja, hier ist das Team. Und ja, heute werden wieder viele Tore fallen und viele Tricks von Götze. Und ja, wir gehen sofort ins erste Spiel. So, die erste Chance. Der Gegner ist so lieb, gibt uns den Ball. Und der gute, mir fällt der Name gerade nicht ein, schießt einfach mal aus einer riesigen Distanz. So, Beister macht sofort weiter. Er tackelt hier ein bisschen rum. Dank seiner Schnelligkeit ist er gut. Und er läuft jetzt in die Mitte. Der Keeper wehrt ab. Doch Götze mit dem Nachschuss zum 2 zu 0. Und ja, weiter geht's über Götze. Der läuft hier erstmal nach hinten, macht ein Roulette, läuft dann wieder nach vorne, daddelt. Jetzt rum, macht noch ein Roulette. Und jetzt, was kommt jetzt? Ein Elastico. Dann noch ein Elastico. Dann läuft er erstmal über in die Mitte, dann wieder zurück auf die Außen. So, zieht sich den Ball zurück und schießt drauf. Der wird leider abgeblockt. Und ja, na, nochmal Götze probiert nochmal zu schießen, aber das hat auch nicht genützt. So, nächste Aktion, wieder mal über Götze. Macht ein Roulette und er läuft jetzt weit. Und was passiert jetzt? Er geht erstmal auf die Außen. Dann kommt er wieder zurück. Roulette und ein Schuss. Und ja, 3 zu 0. Und der 13. Treffer für Götze. Ja, weiter geht's über Sané. Der spielt auf Götze. Und Götze schießt einfach mal drauf. Das war kein Problem für den Keeper. So, Götze mit einem Freistoßversuch. Das war wieder kein Problem für den Keeper. Und ja, weiter geht's über Götze. Der tackelt hier ein bisschen rum, läuft dann Richtung Einstückkasten, macht ein Roulette und schießt drauf. Och, der geht knapp. Neben den Pfosten Götze nochmal hier, aber wieder kein Problem für den Keeper. Also Götze mit dem Eckball. Götze kriegt er mal zurückgespielt. Jetzt tackelt er hier ein bisschen rum. So, macht hier ein paar einfache zwei Sterne. Es gilt jetzt ein Roulette. Und was kommt jetzt? Jetzt kommt ein Job, dann irgendetwas, dann wieder ein Roulette, dann zieht er sich zurück, noch ein Roulette, schießt drauf, Golasso, 4 zu 0, ne, 5 zu 0, 5 zu 0, 5 zu 0, 5 zu 0. Ja, schöner Treffer auf jeden Fall, wenn ich das mal so sagen darf. Und ja, geht sofort weiter über Götze. Der läuft hier, macht ein Roulette, schießt drauf und Sané mit dem Nachschuss. 6 zu 0 und das noch in der 90. Minute, aber es ist noch nicht vorbei. Sané spielt auf Götze. Götze schießt einfach mal drauf aus. Was weiß ich, 35 Meter und Golasso 7 zu 0. Ja, war auf jeden Fall ein richtig fresher Treffer. Hier einfach mal drauf gehauen und ja. Somit gewinnen wir auch dieses erste Spiel. Und ja, Götze ist Man of the Match geworden. Und ja, wir holen uns einen neuen Keeper, nämlich Kraft, und das ist der zweite Goldspieler. Und ja, gehen wir sofort in die zweite Partie. Erstmal der Gegner mit einer riesigen Chance. Und ja, Welsmüller spielt auf Beister und der spielt auf Götze. Und was macht Götze? Natürlich, er läuft Richtung Kasten, schießt drauf, Golasso 1 zu 0 nach gerade mal 13 Minuten. Und ja, 1 zu 0 und weiter geht's, aber wieder mal der Pass auf Götze. Was macht Götze diesmal? Er probiert über den Keeper zu lupfen, hat aber nicht ganz funktioniert. So, vom Anstoßkreis aus der ersten Halbzeit, da macht hier Götze einen schönen Roulette, noch einen schönen Roulette. Und was kommt jetzt? Er schießt drauf, doch der Nachschuss sitzt. 2 zu 0, Götzes 17. Treffer. Und ja, war auf jeden Fall ein ganz frischer Treffer und Sané schießt dann auch noch mal drauf in der 66. Minute und schießt dann das 3 zu 0. Und ja, Götze macht aber weiter. Und was kommt jetzt? Ein schöner Spin, doch der Keeper hält. Und hier noch mal, wie er den auseinandergenommen hat vorhin. Und so, Kraft, und somit ist das Spiel auch vorbei. Ich habe ein paar Szenen nicht gefilmt, zum Beispiel ein paar Tore, denn es hat irgendwie nicht mein Aufnahmeprogramm hat ein bisschen rumgespackt. Jedenfalls ist Götze Man of the Match geworden. Und ja, wir holen uns irgendeinen zentralen Innenverteidiger und Werner mit 90 Tempo. Ja, und das war's dann aber auch schon von dieser Folge. Und ja, wir sehen uns in der nächsten wieder. Bis dann, haut rein und ciao.